Is Paulo Sérgio. Is Paulo Sérgio Weltmeister? Ja klar. Ich war Weltmeister 94 in USA. Wer ist Paulo Sérgio? Also, der ist ein lustiger Mann. Der Spaß muss immer sein. Und deswegen habe ich in Deutschland geschafft. Wo ist Paulo Sérgio geboren? Also, ich bin in São Paulo geboren. Das ist eine schöne Stadt. Wenn du möchtest dahin kommen, kannst du kommen. Du bist eingeladen. Ist Paulo Sérgio ein Schauspieler? Früher, ich war so schnell und kann man nicht mich halten. Deswegen habe ich viele Fouls gehabt und manchmal war ein Schauspieler, manchmal nicht. Das kann man sagen. Nein. Ist Paulo Sérgio Deutscher? Ich muss sagen, mein zweites Haus ist Deutschland. Kann man sagen, Paulo Sérgio 50% Brasilianer, 50% Deutsch. Ist Paulo Sérgio ein italienisches Restaurant? Ich mag sehr italienisches Essen, aber ich kann gar nichts kochen und von Küchen, ich bin so schwach. Hat Paulo Sérgio eine Frau? Ja, klar. Ich habe meine Frau. Wir sind schon 29 Jahre heiraten. Wir haben zwei Kinder. Wo hat Paulo Sérgio gespielt? Also, ich habe angefangen in Brasilien gespielt, bei Corinthians. Von Corinthians kommt mein Transfer nach Leverkusen, dann Italien, AS Rom, bei München, Aluarda, UEI und wieder nach Brasilien zurück. Und dann habe ich ein halbes Jahr bei Bahia gespielt und dann Schluss mit meiner Karriere. In Bayern habe ich alles gewonnen. Hat Paulo Sérgio Tattoos? Nein. Nein, 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 nein. Das ist viel für die jungen Spieler und das mag ich nicht. Hat Paulo Sérgio eine Bank überfallen? nein, 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 Jungs. Ich bin sehr, sehr freier Mann und habe ich noch nie eine Bank überfallen. Gute Frage, ne? Hatte Paulo Sérgio eine Lederhose? Ja, klar. Wer es in Bayern gewohnt hat und hat keine Lederhose. Ich habe mindestens ein 3-4 schon, aber passt. Hat Paulo Sérgio Kinder? Also Jungs, ich habe keine Kinder mehr. Mein Sohn ist 27 Jahre alt, meine Tochter ist 25 Jahre alt. Sie sind schon verheiratet. Gleich bin ich Opa. Also habe ich viel Spaß gemacht mit meinen Kindern.